sinken. Und das sieht man halt auch hier im Nasdaq im Momentum, während ja Dow Jones und S&P 500 so ein bisschen diese US-Schuldenobergrenze abbekommen haben, das Konsumklima abbekommen haben. Da sieht man doch, dass im Nasdaq ja das positive Momentum überwiegt hat, und man sich einfach freut, dass die Inflation eventuell zurückgeht. Ja, letztlich kann man ja konstatieren, dass die letzten Wochen eigentlich die Indizes relativ klar seitwärts gelaufen sind, keine großen Sprünge gemacht haben. Der DAX, die Luft wird quasi dünn. Und jetzt ist die Frage, was gibt es etwas, was vielleicht jetzt kommen könnte, was die DAX wirklich wieder ans Allzeithoch pusht oder sogar drüber pusht? Was ist jetzt so der nächste Impuls, der kommt? Oder, was ja auch sein kann durchaus, läuft seitwärts. Man sagt ja auch manchmal dieses schöne Sprichwort Sell in May, aber jetzt einfach als nächstes erstmal wieder eine Korrektur kommt. Ich bin mir da gar nicht so sicher gerade, aber ich frage mich zum Beispiel auch, was jetzt so der Impuls sein soll, der alles nach, zum Beispiel an den nächsten richtigen Sprung nach oben macht. Gefühlt hat sich so ein neues Gleichgewicht gefunden aus, ja, die Wirtschaft ist nicht ganz so vielleicht nach hinten gelaufen, wie man sich dachte. Die Unternehmen haben okay Zahlen geliefert, zumindest anhand der adaptierten Erwartungen. Und da habe ich das Gefühl, es schläft so ein bisschen ein, es ist ein neues Gleichgewicht gefunden. Und die Frage ist, was Ja, es ist, kommt als glaube ich, so ein nächstes? bisschen differenziert zu betrachten. Also im DAX ist es halt schon ein bisschen erstaunlich, muss man sagen, dass wir uns auf so hohen Ständen befinden. Das muss man ganz Ja. klar sagen. Da laufen wir ja so auf sehr hohen Niveaus eigentlich gerade oben weiter. Und es fragt sich so ein bisschen, wo ist der nächste Impuls, der uns vielleicht in eine Richtung treibt. Ich glaube, da wird einfach der Blick noch verstärkt auf die Zinsen sich verfestigen und auch so ein bisschen zeigen, okay, wie entwickelt sich das Gesamtklima. In den USA sind wir ja vergleichsweise nicht ganz so hoch wie beim DAX gelaufen. Also wir liegen da ja noch so ein bisschen tiefer im Gesamtindexvergleich. Und da ist, glaube ich, auch die nächste Frage auf den Impuls. Ja, ist es jetzt dieses große Erwachen, okay, Inflationsdaten sinken endlich wieder. Wir haben potenziell wieder niedrigere Zinsen in der Zukunft. Also vielleicht dieser erste Blick auf, wird man die Zinsen vielleicht zukünftig noch weiter erhöhen oder doch jetzt noch längere pausieren? Das ist so, glaube ich, der nächste Blick. Wie gesagt, grundsätzlich funktionieren in dieser Zeit Aktienindizes immer recht gut. In Zeit von Pausen, wo nicht so viel Geld politisch auch gewerkelt wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ja der nächste größere makroökonomische Puls, auf den jetzt gewartet wird. Wir haben ja gesehen, in den Quartalszahlen ist eigentlich viel los gewesen. Also die einzelnen Aktien sind ziemlich viel hoch und runter gesprungen. In den Indizes zeigt sich das aber gar nicht mal so stark. Die bewegen sich zwar auch, aber Ein Nullsummenspiel. relativ wenig. Genau. Und diesen Faktor Sell in May, den man ja auch so aus der Vergangenheit kennt, scheint auch nicht wirklich einen Effekt zu haben, Bis weil jetzt zumindest, aber Mai ist noch nicht vorbei. Vielleicht kommt es im Juni ja, diesmal, genau, glaube. vielleicht ist das falsch interpretiert und die Leute meinen nicht Anfang Mai, sondern Ende Mai. Wer weiß. Genau, aber Logisch kann das ja auch nicht immer stimmen, ich wenn glaube, es es so ist, einfach wäre. wie du sagst, es wird hier der Fokus auf den nächsten größeren Impuls gelegt. Ein bisschen anders sieht es aus in China und im, ja, beziehungsweise beim Hang Seng und beim Nikkei. Wir sehen ja so ein bisschen gegenläufiges Momentum. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, es kamen relativ schwierige Zahlen aus China. Und das hat man in der Woche auch gesehen. Also Inflationsdaten, die nicht so hoch waren, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber in China möchte man ja noch mehr Wachstum haben. Man möchte positive ja, Transaktionsdaten, man möchte positive Wirtschaftsdaten. Und die waren alle nicht ganz so positiv, wie man sich das erhofft hatte. Also das Import-Export-Geschäft läuft einfach nicht so reibungslos, wie man vielleicht gedacht hatte. Dementsprechend gibt es da so ein bisschen auch die Hoffnung, dass sich dieser Taiwan-Konflikt gerade so ein bisschen, ja, ich sag mal, lockern könnte, weil man doch die Hoffnung hat, dass China noch einen größeren Fokus jetzt auf steigendes Wirtschaftswachstum hat. Die Indizes fanden aber es aber nicht so gut, beziehungsweise der Hang Seng fand es nicht so gut. Im Nikkei lief es ganz positiv. Wir hatten es ja letzte Woche schon mal angesprochen, dass da relativ viele große Quartalszahlen rauskamen. Die kamen auch viele mit positivem Momentum. Insbesondere auch zum Ende der Woche gab es ja insbesondere die Chipindustrie, die da profitiert Also hat. alles, was Export ist, läuft gut, Genau, weil genau, die genau. Zinsen nach wie vor in Japan sehr Genau. gering sind, die Niedriger Währung. Yen, da profitiert man gerade von positive Quartalszahlen in Summe und somit ist der Nikkei da auch ja, mit einem positiven Momentum aus der Woche gegangen. Werfen wir noch einen Blick auf unsere News der Woche und wir haben es ja schon angekündigt, es ist einiges los gewesen, wenn man auf Einzeltitelebene schaut. Und ja, wir starten mal mit Palantir, die hatten wir auch schon mal letztes Jahr hier im Market Roundup besprochen. Ja, ist quasi so ein US Tech-Unternehmen, was man sagen kann, was so ein bisschen Softwarelösungen rund um KI-Lösungen bietet, große Daten, große Datenverarbeitung, wird
insbesondere auch sehr stark zu militärischen Zwecken genutzt. Und das war auch so der positive Treiber in den letzten Quartalszahlen. Da hatte man neue Verträge quasi mit dem US-Militär geschlossen und ja, ein positives Quartalsergebnis erzielt im ersten Quartal. Und ja, dementsprechend ist die Aktie um 33% gestiegen. Alphabet hat auch positive Quartalszahlen geliefert und insbesondere, wir haben es letzte Woche ja auch schon angesprochen, mit diesen ganzen neuen Implikationen von künstlichen Intelligenzen in verschiedenen Segmenten, in verschiedenen Bereichen, hofft man eigentlich, ja, diesen Anschluss auch wieder zu finden zu vielleicht anderen Technologien. Microsoft hat ja da einen großen Sprung nach vorne gemacht und Alphabet möchte jetzt ja eigentlich nachziehen. Zusätzlich hatte die Cloud-Sparte ganz positive Ergebnisse geliefert. Das ist ja so die günstige Variante der Cloud, kann man so sagen, die von Google. Und ja, damit hat man auch dort mal einen Gewinn erzielt und grundsätzlich ein positives Momentum erreicht. Bist du in Alphabet investiert? Ich persönlich bin in Alphabet Ja, investiert, ich auch. ja, Wo schon ich etwas gerade länger. Genau. investiert. Bin aber nur relativ klein. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich diese Position genommen habe. Schon ein bisschen länger her, aber nur eine relativ kleine Position. Ich bin da so ein bisschen skeptisch gewesen, was diese neuen Entwicklungen und mit der Werbesparte, was das macht, auch wenn natürlich die Wirtschaft allgemein zurückgeht. Aber interessant, dass die Cloud-Sparte jetzt noch gewachsen ist, nochmal so stark. Genau. Vielleicht hier schon ein kleiner Spoiler. Wir werden uns morgen in der Stimmt. Investmentwerkstatt das Mal, Thema ja. nochmal genau angucken und genau auch diese Themen dort beleuchten. EA hat auch besser als erwartete Quartalsergebnisse erzielt. Insbesondere gab es jetzt ja auch, wenn man da mal gerade in dieser Game-Riege bleibt, jetzt positive Stimmen der EU zur Übernahme von Activision Blizzard von Microsoft. Die haben auch positives Momentum dort erzeugt und ja, auch die positiven Quartalszahlen von Electronic Arts waren ja ein Grund zur Freude, kann man sagen, zumindest für die Aktionäre. Take-Two, so ein bisschen abseits von dem ganzen Zahlengeschehen, hat angekündigt, dass ein neuer GTA-Teil rauskommt. Also GTA wenn Sie quasi sich fragen, was das, oder wenn ihr euch genau, fragt, was das das für... bekannteste, Genau. ja, kann man so sagen, Videospiel, insbesondere von Take-Two, aber auch so eines der größten, glaube ich, Blockbuster im Bereich des Videospielgenres. Und dort kommt eigentlich regelmäßig immer wieder ein weiterlaufender Teil raus, der immer wieder für neue, sehr hohe Gewinne und Umsätze sorgt. Das ist wirklich das Steckenpferd von Take-Two, kann man sagen. Und ein neuer Teil würde da natürlich für nochmal sprudelnde Kassen sorgen. Tesla ist so ein bisschen, glaube ich, der Dauerbrenner hier. Da gibt es immer mal wieder was irgendwie los ist bei Tesla. Jetzt gab es den Rückruf von 5 Tesla-Modellen in China. Also ungefähr 1,1 Millionen Fahrzeuge, die ja nochmal Software-Update bekommen sollen. Zudem vielleicht in diesem ganzen Kosmos hat Elon Musk auch noch sein Twitter-Amt als CEO niedergelegt. Ist jetzt weitergereicht worden an Branchen. Nahe Kandidaten und man versucht da einfach das Werbegeschäft jetzt zu steigern. Walt Disney hat Zahlen rausgebracht. Man kann sagen, ein bisschen gemischtes Zahlenwerk. So das eigentliche Kerngeschäft von damals, kann man so sagen, ist ganz positiv, hat sich ganz positiv entwickelt. Also die Freizeitparks, so das klassische Werbebranchengeschäft rund um die Disney World hat sich positiv entwickelt. Alles Allerdings klar. das Streaming-Geschäft ist rückläufig gewesen und das eigentlich überraschend rückläufig gewesen, nachdem Netflix zuletzt ganz positive Zahlen dort geliefert hatte. Dementsprechend ist die Aktie etwas gesunken. Und ja, PayPal ist deutlich, deutlich runtergekommen. 14% nach eigentlich einem sehr positiven Zahlenwerk. Hat einen deutlichen Gewinnansprung eigentlich gehabt. Auch ja, das zukünftige beziehungsweise das zusätzlich abgewickelte Transaktionsvolumen hat sich positiv entwickelt. Ja, so ein bisschen Probleme sieht man halt im zukünftigen Wachstum beziehungsweise in der zukünftigen Margenlandschaft. Und das hat die Aktie am Ende so ein bisschen nach unten gedrückt. Ich glaube, ein ganz spannender Titel, den man sich zumindest nochmal kritisch angucken sollte, Ja, rund um das Walt Thema Disney bin ich auch Zusammenarbeit. investiert. Vielleicht weißt du, wie der Split ist zwischen dem Hotel-Freizeitparkgeschäft zu Streaming? Was ist da der Split im Umsatz ist ungefähr? Ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich weiß aber, dass das signifikant größer ist noch, das klassische Geschäft zwischen Ja. Freizeitparks, Hotel. Es gibt ja auch eine Cruise Line von Disney, Ja. Kreuzfahrtschiffe, haben wir ja nochmal besprochen. Also es ist noch deutlich größer. Da steckt allerdings halt weniger Wachstumsfantasien natürlich drin, wie in diesem Streaming-Geschäft, ja. grundsätzlichen Streaming-Geschäft Genau, mit die waren seinen hohen ja Margen. im Vorjahr, also letztes Jahr natürlich deutlich abgestraft. Also mit Corona ging ja Genau. nicht viel und klar sind
die Gewinne jetzt wieder nach oben gekommen, nachdem das alles wieder offen hat. Ja, spannender Titel auf alle Fälle, eine starke Marke auf alle Fälle, die absolut langfristig, glaube ich, auch gut Potenzial hat. Ja, PayPal auf alle Fälle müssen wir uns auf alle Fälle anschauen, genau, demnächst. Sehr spannender Titel, der jetzt vor allen Dingen auch deutlich zurückgekommen ist von dem alten Hochs und sicherlich auch mit einer allgemeinen Konjunktur und Verbesserung wieder anspringen wird. Und das ist nur die Frage, von wo aus und was ein guter Zeitpunkt ist, den auch zu kaufen. Bin ich selber auch investiert, liege ich auch schon auf der Lauer, müssen wir die drei Fälle besprechen. Ja, muss man nämlich nochmal kritisch angucken, zumindest, ob ja, die zu dieser Bewertung eventuell wieder interessant sein könnte, die Aktie. Genau. Wir werfen noch einen Blick auf unser Mitgliederdepot, also die Titel, die ihr hier wählt aus dem Market Roundup, die wir dann kaufen und hier uns immer wieder regelmäßig anschauen. Letzte Woche haben wir uns ja Meta Platforms hinzugekauft. Ganz oben in der Zeile kann man sagen, hat sich ziemlich positiv entwickelt, zumindest diese 2,5%. Was sich erstaunlich positiv entwickelt, kann man sagen, ist sind diese drei japanischen Handelshäuser, die wir uns hier gekauft haben, also Mitsui, Itosho und Mitsubishi. Mhm. Und auch Carrier Global aus dem Wärmepumpengeschäft haben sich jetzt hier wieder positiv entwickelt. Probleme macht immer noch ganz klassisch Biotech, da wartet man auch auf die nächste weitere Innovation, auch wenn es jetzt ganz positive Daten kam, muss sich das Ganze natürlich noch verfestigen. Ja, und auch Vonovia liegt noch abgeschlagen da, die warten jetzt auf, ja, neues Momentum, kann man sagen. Ganz interessant, habe ich, glaube ich, heute gehört oder war es gestern, ich bin mir nicht ganz sicher, dass Vonovia einer der ersten waren, die es gemeldet haben, dass diese hohen Umsätze von Wärmepumpen dazu führen, dass es ganz viele Wärmepumpen aktuell gibt in Deutschland, die nicht angeschlossen werden können, weil nicht ausreichend Stromkapazitäten da sind. Also da sieht man wieder diesen Mix aus verschiedenen Bereichen. Ja, ich fand es ganz spannend. Muss man manchmal reichen die Leitungskapazitäten in gewissen Straßenzügen nicht aus, um das zu machen. Also ich glaube, Strom ist genug da. Ich glaube, es ist eher ein Thema natürlich, dass die Kapazität der Leitung. Genau, das Stromnetz ist am Ende das Problem. Ist, genau. Mit dem mit Laden von Autos im Zusammenhang teilweise muss dann immer noch die dicke Leitung in der Straßenzug mal ein bisschen größer gemacht werden. Sehr gut. Genau. Wir schauen uns heute das Thema Apotheken an, kann man so sagen. Und wir starten quasi mit CVS Health. Warum gucken wir uns das Thema Apotheken generell überhaupt an? Man kann sagen, wir sind ja in der Phase, wo viele auf der Suche sind nach sehr antizyklischen Konsumgütern. Und oftmals sprechen wir natürlich über klassische Sachen wie Zahnbürsten, Konsumgüter, die man so im Alltag braucht, also Zahnseide, Shampoos, all das, was es so im klassischen Handel gibt. Neben natürlich diesen ganzen Lebensmittelvarianten, also Supermärkte laufen potenziell ähnlich auch in schlechten Konjunkturphasen. Tatsächlich ist aber ein Segment, was ebenso in diesem Momentum läuft für diese Güter halt das Apothekensegment. Medikamente werden oftmals immer gebraucht und ja, sind auch eigentlich so ein Momentum, das tendenziell vielleicht sogar mal gegenläufig sein kann. Also Corona-Zeit hat es ja gezeigt, insbesondere auch das frühe Momentum hat natürlich auch diesen Bereich ziemlich viel Umsätze erwirtschaftet. In den USA waren insbesondere auch Apotheken sehr stark daran partizipiert, dass sie viel geimpft haben, viele Impfungen durchgeführt haben als Gesundheitsnetzwerk. Und die haben davon profitiert. Grundsätzlich kann man sagen, während in Deutschland es nicht so möglich ist, große Unternehmen zu bauen rund um das Thema Apotheke, weil wir einfach ein Gesetz haben, was jeden Apotheker dazu oder beziehungsweise jedem Apotheker maximal 3 Apotheken erlaubt, die er auch führen darf. Und Unternehmen dürfen gar keine Apotheken besitzen. Dementsprechend ist es bei uns sehr, sehr fragmentiert, das Netz. Es gibt zwar jetzt so den einen oder anderen Online-Apothekenhändler, der das Ganze so ein bisschen umgeht. Die sitzen zwar auch nicht in Deutschland, aber rund um Deutschland herum. Wer zu Rose kennt oder die Shop-Apotheke, die sind da auch sehr, sehr stark vertreten. Wenn man aber in so das klassische Apothekengeschäft investieren möchte oder sich das zumindest mal genauer anschauen möchte, dann ist man sehr schnell in den USA unterwegs und sehr schnell bei den Unternehmen, die wir uns heute angucken. Zum einen CVS Health oder CVS Health Corp, einer der größten Apothekenbetreiber, kann man sagen. Rund 10.000 Apotheken in den USA gehören zur Gruppe. Ist auch schon was älter, 1960 ungefähr gegründet. Da gab es auch mal die ein oder anderen Übernahmen. Rund 300.000 Mitarbeiter hat man und wir werden es gleich in den Umsätzen 300.000. Genau. Wir werden es gleich in den Umsätzen sehen, dass man dort auch extrem drehen die Pillen noch selber, oder? Wie ist das? Das ist ja 300.000.
Wenn ich es richtig gehe, hat Apple irgendwie, also was ist das für ein Riesenkonzern? Genau, also wenn man kann klassischerweise sagen, es gibt die Apotheken. In den USA ist eine Apotheke auch nicht unbedingt eine ganz klassische Apotheke, so wie sie bei uns ist. Es ist eher so Ja. eine Mischung aus Drogerie. Apotheke und Drogerie. Ja. Genau, dementsprechend braucht man da auch Okay, für also alles vier Filialen. drumherum, Okay, genau, verstehe. ziemlich viele Mitarbeiter. Es sind aber natürlich nicht nur die Apotheken mit in diesem Kosmos drin. Jetzt bei CVS Health werden wir uns gleich angucken, gibt es auch noch weitere Sparten. Die größte ist tatsächlich nicht die Apothekensparte, sondern eine Sparte, die sich rund um das Thema ja, Großhandel für Apothekenbedarf mehr oder weniger beschäftigt. Also da geht es um, man nennt das Ganze Pharmacy Benefit Management und da geht es eigentlich darum, dass man mit den großen Betreibern verhandelt, wie Produkte geliefert werden, Apotheken, nicht nur an Apotheken in dem Falle von CVS Health, sondern auch an Fremdapotheken. Und ja, da geht es um ganz viel Verwaltung. Wie kommen Krankenkassen am besten an Medikamente und all dieser große Apparat, den man sich vorstellen kann, also Pharmacy Services mehr oder weniger. Das Apothekengeschäft ist tatsächlich nur der zweitgrößte Teil. Da sind diese rund 10.000 Apotheken ungefähr drin. Ein Großteil, wie gesagt, wird dort in den USA erzielt. Da gibt es auch so klassische Loyalitätsprogramme, wie man das so üblicherweise aus anderen Ketten kennt. Und ja, dann gibt es noch so diesen dritten Bereich, das nennt man sich Healthcare Benefits. Da ist, tritt man quasi als Krankenversicherer auf, ist so richtig in diesem Gesundheitsdienstleistersektor tätig und macht dort auch nochmal ja, ordentlich Umsatz und versorgt knapp 35 Millionen Menschen. Also man hat ja einen ziemlich großen Konzern quasi vor sich und so kommt es auch zu diesen riesigen Mitarbeiterzahlen. Wenn man aber aufs Geschäftsjahr guckt, dann sieht man auch, dass der Umsatz ja mit 322 Milliarden sehr, sehr hoch ist. Also wir haben riesige Umsätze hier. Aber wieder geringe Margen, kann man so sagen, wie es so klassisch ist im Handel. Die Marge, die hier steht, ist aber ein bisschen, ja, kann quasi, oder spricht nicht ganz der Wahrheit, ist so ein bisschen verzogen. Sie entspricht zwar den offiziellen Buchungsstandards, hier muss man aber sagen, es gab es in den letzten Jahren diesen Opioid-Prozess in den USA, beziehungsweise den gab es schon über die Jahre, wo es darum ging, dass Apotheken mit zur Verantwortung gezogen werden sollen. Rund um das Thema, dass zu schnell opioidhaltige Produkte verschrieben wurden, auch für kleine Schmerzen kann man so sagen, oder alles, was um Schmerz, Unfälle so und damit zu tun hat. Dementsprechend haben jetzt die Apotheken, CVS Health, Walmart und Walgreens, also so die drei größten Ketten, wurden alle zu ziemlich hohen Strafen verdonnert. 6 Milliarden in dem Falle für CVS Health. Walgreens ist, die wir uns gleich angucken, sind ein bisschen besser davon gekommen. Also es gibt einen Sondereffekt quasi. Eigentlich wäre der Gewinn 6 Milliarden höher gewesen, ungefähr, kann man das Ja, so nicht ganz. sagen. Also man Aber muss nicht ganz, sagen, aber zumindest ist ein Sondereffekt jetzt quasi drin. Und ist das genau. Thema jetzt so durch oder ist das noch etwas, was die länger beschäftigt? Genau, also dieser Effekt, der steckt quasi in dem Gewinn drin. Das Ganze wird aber über viele, viele Jahre quasi gezahlt. Mhm. Das heißt, Ah, okay. man schichtet das rein in Cash immer wieder um. Nichtsdestotrotz verzerrt es natürlich die Gewinnrechnung hier, weil er es als negative Gewinn schon eingebucht werden muss. Würde man das so ein bisschen rausrechnen, wäre man eher bei einem positiven Gewinnwachstum von so knapp 3%, was jetzt nicht riesig ist, aber dementsprechend auch bei einer positiven positiven Profitmarge von so 3,5% ungefähr. Beziehungsweise je nachdem, welchen Segmentteil man sich da rauszieht, vielleicht auch nur bei 2% in Summe. Man sieht aber trotz dessen natürlich, dass diese riesigen Umsätze relativ geringe Margen erzielen. Also grundsätzlich hat man auch hier einfach ein Margenproblem, was einfach an steigenden Kosten liegt. Nichtsdestotrotz, und das sieht man, glaube ich, hier unten auch an diesen Kennzahlen, sind wir eigentlich bei einem Unternehmen, was sehr antizyklisch agiert, dafür aber gar nicht mal so teuer ist in diesem aktuellen Momentum. Also wir haben ja ein KGV von 23, was natürlich nicht günstig ist, was aber für einen Zykliker, der eigentlich gerade aktuell noch positiv wächst, zumindest mal einen zweiten Blick wert ist, kann man sagen. Wir haben eine Ausschüttungsquote von so 76%, also wir werfen schon ziemlich viel an Gewinnen weiter ab und das führt zu dieser Dividendenrendite von 3,3%. Jetzt muss man aber sagen, diese 76% beziehen sich, wie gesagt, auf diese aktuelle Phase mit des Gewinnes und den Profitmargen. Ungefähr sonst sind wir so bei 25% gewesen und da sieht man natürlich, dass das schon deutlich, deutlich interessanter ist, als wenn man sich jetzt diese hohen Ausschüttungsquoten anschaut. Grundsätzlich kann man sagen, haben wir in so einem ersten Quartal jetzt weiter dieses
Umsatz- und Kostenproblem gesehen. Also die Margen sind so ein bisschen enger geworden. Ja, beziehungsweise das Einkommen ist dadurch so ein bisschen zurückgegangen. Grundsätzlich lag man aber über den Erwartungen. Problematisch war tatsächlich auch hier eher wieder der Ausblick, weil man einfach sagt, man hat zusätzlich dieses abflachende Momentum aus der Corona-Zeit und muss halt diese ganzen weiteren Opioid-Kosten tragen. Ja, und wachsen tut man mehr oder weniger langsam, aber stabil. Das ist so die Idee von CFS Health. Wir wollen uns aber nochmal die Konkurrenz quasi ansehen. Und in dem Fall ist das Walgreens. Walgreens ist 2015 in dieser Fusion entstanden, damals aus Walgreens und Boots Alliance. Deswegen heißt es jetzt Walgreens Boots Alliance. Deutlich kleiner mittlerweile jetzt als CFS Health, aber die zweitgrößte Apothekenkette in den USA. Walgreens hat so die Wurzeln auch ganz klassisch in den USA, während ja, Boots Alliance eher aus dem Vereinigten Königreich kommt, und das sieht man später auch an den Umsätzen. Die sind ein bisschen weiter verstreut, während CFS Health sehr stark in den USA verbreitet ist, ist man deutlich internationaler aufgestellt. Trotzdem sind hier ungefähr 65% der Apotheken in den USA. Der Rest ist ja rund um die Welt verteilt. Wir haben den Großteil dann im Vereinigten Königreich, ein bisschen was in Mexiko und dann noch in vereinzelten anderen Ländern, in denen das Ganze möglich ist. In vielen Ländern tritt man aber auch nur als Großhändler auf, zum Beispiel in Deutschland, wo man halt ja nicht diese klassischen Ketten aufbauen kann. Wir sehen hier, wir haben deutlich weniger Umsatz, also ungefähr so ein Drittel von CFS Health. Und muss man sagen, haben aber halt ähnliche Kosten gehabt durch diese Opioid-Lage. Durch die geringere Größe konnte man das hier aber weniger abfedern, wo, was zu diesem negativen Gewinn mehr oder weniger geführt hat. Aber auch da kann man das Ganze mal zumindest für sich selber rausrechnen, und dann kommt man auf deutlich, deutlich bessere Margen. Also dann kommt man so auf eine Profitmarge von ungefähr 3,5%. Und das ist natürlich wieder deutlich positiver im Gesamtkontext zu sehen. Hier muss man sagen, Walgreens ist auch wirklich mit Abstand der größte, das größte Segment ist Abstand wirklich diese Apotheken. Also ungefähr 13.000 Stück hat man da in Summe. Da kommen 109 Milliarden von diesen 132 Milliarden her. Dann gibt es halt noch dieses International-Geschäft, wo die restlichen 21 Milliarden herkommen. Und dann gibt es noch so ein, man kann sagen, so ein kleines neueres Geschäft, und dieses kleinere neue Geschäft soll ein bisschen digitaler sein, soll ein bisschen besser den Kunden helfen, die richtigen Produkte und so zu erreichen. Das ist allerdings noch mit einer negativen Marge behaftet, aber da versucht man so ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Die Aktie hat aber natürlich sehr darunter gelitten, insbesondere unter diesen ja, Klagen, die dort gekommen sind, aber auch darunter, dass man nicht so richtig sich von diesem Covid-Booster lossagen konnte und noch nicht so richtig wieder Fuß gefasst hat in, so, in ein positives Wachstum rein. Deswegen sieht man es hier unten, 16% hat sie verloren, ist allerdings aktuell dadurch auch wieder deutlich, deutlich zurückgekommen und attraktiver geworden. Wir sehen es links zumindest attraktiver geworden, was die Dividendenrenditen betrifft. Allerdings müssen die aktuell aus Verlusten bezahlt werden, also aus der Genau. Substanz. Also gerade halt aus der Substanz, während man aber sieht, dass die Cashflows rechts halt noch positiv sind, weil man halt diesen Gewinn über die Jahre abschöpft, ihn aber natürlich diesen Verlust durch dieses Ja, die Aktie ist Opioid-Skandal ja über die letzten 10 Jahren, abschöpft. sieht man ja auch, also in den letzten 5, 6, 7 Jahre anschaut, tendenziell nicht gut, hat sich nicht gut entwickelt. Die Frage ist natürlich, ob man jetzt auf so ein Bewertungsniveau ist, wo man eigentlich sich da also mit dem Markt wieder auf was eingependelt hat, was eher passt, und man fiel hier aus, wenn natürlich diese Opioid-Geschichte weg ist, eine gute Dividendenrendite, vielleicht sogar ein Kurswachstum wieder hinkriegt. Das ist die Frage, die sich hier stellt, wahrscheinlich. Genau, also man ist so ein bisschen im Krankenhaussegment tätig, man ist in Apotheken tätig und versucht auch da so ein bisschen eine ganzheitlichere Betreuung zu machen. Also ähnlich auch, wie es bei CFS Health oder CVS Health der Fall ist. Es ist aber natürlich einfach weniger ein großes Unternehmen, kann man sagen, im Vergleich zur Konkurrenz. Und damit ist man auch so ein bisschen mehr aus noch so alten Lasten, auch wie 2015 oder 2014, dieser Gründung behaftet und kann das gerade einfach nicht so gut abfedern. Grundsätzlich ist man trotzdem, glaube ich, ein sehr antizyklisches Unternehmen, und man sieht auch, wie sehr sich hier oben aus dem Graphen so ein bisschen die Dividende abhebt, was doch natürlich insbesondere auf diese hohe Dividendenrendite und auf die lange Jahre der Steigerung zurückzuführen ist. Also das Unternehmen in Summe hat seit vielen, vielen Jahren die Dividende immer kontinuierlich gesteigert, und ich glaube, das ist auch hier so ein bisschen die Idee, dass selbst bei stagnierenden Umsätzen man potenziell darauf hofft, dass halt sich die Dividenden weiter erhöhen.
man die Dividenden abschöpfen kann, das Unternehmen weiter diesen Turnaround wieder in die Gewinnzonen schafft und dort einfach, ja, dann wieder verharren kann. Ich glaube, bei beiden Kandidaten kann man kein explosives Wachstum erwarten. Man kauft sich hier, wenn man sich die Unternehmen anguckt, grundsätzlich Unternehmen ein, die ja sehr stark darauf bedacht sind, die sich ihre Substanz Stück für Stück so ein bisschen auszuweiten, neue Geschäftsweise zu akquirieren, aber ja nicht darauf bedacht sind, jetzt komplette Neuerungen zu schaffen. Es ist immer noch Apothekengeschäft, teilweise auch sehr niedrigmargig, insbesondere wenn man diesen großen Drogerieteil damit dazu nimmt. Man hat einen hohen Kostenapparat, man hat viele Mitarbeiter, aber es ist halt auch etwas, was grundsätzlich eigentlich weniger stark schwankend ist. Das sieht man, glaube ich, in den Graphen, die sowohl nach oben und nach unten nicht so stark ausbrechen. Ihr kennt das Spiel. Wir werden einmal die Umfrage starten. Das heißt, ihr könnt gerne einmal wählen, was wir jetzt mit diesen Unternehmen machen. Dementsprechend könnt ihr gerne hier klicken. Kaufen wir eins von beiden, beide, gar keins. Sagt gerne mal Bescheid. Wir haben natürlich in der Woche immer noch was los. Ich glaube, 92% der Unternehmen haben jetzt Quartalszahlen vorgelegt. Es ist aber noch ein bisschen was ansteht, kann man sagen. Home Depot, die in den letzten Jahren sehr stark profitiert hatten und dann wieder deutlich zurückgekommen sind vom großen Handwerksbetrieb zu Hause. Das Momentum hat natürlich ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem spannend, wie da die Zahlen sich weiter entwickeln. Ja, C Limited als großen E-Commerce-Riesen in Asien, glaube ich, ein ganz spannendes Unternehmen, ebenso wie Baidu. Vodafone, ja, ich glaube, sehr spannend. Da sollen jetzt viele Kosten reduziert werden, deutliche Schritte gegangen werden und ziemlich radikale Maßnahmen auch aus Sicht des CSO getroffen werden. Wir haben Cisco, wir haben ja, Take-Two, die wir angesprochen haben mit dem neuen GTA-Hit, der für viele hoffentlich halt morgen verkündet wird. Target auch, ja, Retail-Geschäft, Commerzbank nochmal als deutsche Bank, die hier auch nochmal reporten darf, kann man so sagen. Wir haben, wie gesagt, Walmart auch jetzt passend zu diesem Apothekengeschäft, die das bei sich ja auch mit inkludiert haben. Ich habe es gerade eben gesagt, die drittgrößte Kette gehört mit zu Walmart, die ja in ihrem riesigen Shoppingcenter alles Mögliche integrieren. Das ist die Woche der Einzelhandelsunternehmen. Die Woche der Einzelhandelsunternehmen bzw. der Handelsunternehmen. Also mit Alibaba ist ja nochmal E-Commerce dran. Wir haben Farfetch und Burberry nochmal so ein bisschen Klamotten und John Deere ja nochmal so als ganz klassische Landwirtschaftserzeugungsmaschine, richtige Industrie. Genau. Dann haben wir natürlich noch ein paar Termine diese Woche. Industrieproduktion in den USA, wir haben weitere Konjunkturerwartungen, weitere Entwicklungen der Inflationsrate, auch der Häusermarkt. Zu dem Häusermarkt in den USA gibt es wieder neue Zahlen. Ich glaube, das zeigt alles so in Summe, wie potenziell das zukünftige Momentum in der Konjunktur sein könnte. Und ja, könnte wieder so ein kleiner Baustein für die nächsten Bewegungen sein. Wir haben diese Woche natürlich auch noch ein bisschen was an Programm, auch wenn es jetzt erstmal der letzte Market Roundup war, haben wir noch einiges. Und zwar startet heute der vierte, oder morgen, beziehungsweise übermorgen startet der vierte Teil des Aktienbasiskurses. Da geht es sehr stark um das Thema Branchen und den Jahresbericht. Und morgen, ich habe es gerade eben ja schon mal angekündigt, gucken wir uns das Thema Big Tech an, insbesondere mit dem Fokus auf das Cloud-Geschäft. Und ihr kennt das, ich habe dazu mal so die ein oder andere Statistik mitgebracht. Und hier in diesem Passus sieht man eigentlich ganz gut, wie sich die Cloud-Infrastruktur entwickelt hat. Cloud-Infrastruktur ist eigentlich das, was die Infrastruktur ist für alle Anwendungen, die auf der Cloud laufen. Und insbesondere, wenn man jetzt in neue Technologien guckt, in immer mehr Digitalisierung, in Cybersecurity, in künstliche Intelligenzen, in auch viele andere neue Technologien, sind diese oft sehr stark basierend auch auf Systemen der Cloud, weil die quasi irgendwie auch Räume brauchen, kann man sagen, auf denen diese ganzen Anwendungen laufen. Und ja, dieser große Cloud-Markt unterteilt sich tatsächlich in wenige große Player. Ganz oben sieht man immer noch Amazon, die sich dort behauptet haben, Microsoft, die auf der Jagd sind, kann man sagen, ebenso wie Google. Und danach sieht man, dass die nächsten Unternehmen sich eigentlich nur noch einen Bruchteil des Marktes teilen. Und das wird sogar noch ein bisschen extremer, wenn man sich mal den Verlauf der letzten Jahre ansieht. Und zwar sieht man oben, dass Amazon ja sich so eingependelt hat, gerade bei so diesen 35% immer mal wieder wächst und ja, aber in diesem Cloud-Service-Markt zumindest
ja, so ein bisschen stagniert an oberster Stelle, zumindest rein am prozentualen Anteil des Marktshares. Microsoft, die sichern sich quasi immer wieder neue Anteile. Google ebenfalls, auch Alibaba kommt hier so ein bisschen nach oben. IBM verliert zumindest relativ an Stärke. Und insbesondere relativ an Stärke verlieren die anderen kleineren Anbieter. Und man sieht hier so ein bisschen die große Dominanz wieder, die großen Technologieunternehmen. Und genau denen wollen wir uns auch morgen einmal einen Blick widmen und uns gucken, wie unterscheiden die sich, welches Geschäftsmodell unterstützt vielleicht auch am besten so ein bisschen das Cloud-Geschäft und wie könnte das Cloud-Geschäft auch langfristig davon von diesen ganzen neuen Trends profitieren. Abgesehen jetzt vom relativen relativen Marktaufteilung auch zum Gesamtumsatzwachstum des Marktes. Genau, 66% machen die großen aus dem Cloud-Geschäft. Wir hatten ja schon einmal in der Investmentwerkstatt das Thema Cloud, aber in dem Fall Cloud Security speziell im Fokus. Diesmal geht es eher um das klassische Cloud-Geschäft der Großen. Genau. Und hier soll man eigentlich nur noch mal sehen können, also alle, die das Thema Internet of Things kennen, die sich das Thema künstliche Intelligenzen schon mal angesehen haben, die sehen so ein bisschen, dass diese Cloud als Big Data Lieferant quasi so an allem hängt. Also diese Kombination zwischen künstlicher Intelligenz und der Cloud ist sehr, sehr stark, insbesondere auf diese ganzen Verbindungen zu den verschiedenen Elementen, zu den verschiedenen Geräten, zu den verschiedenen Services, die darauf laufen. Und ja, das wird morgen sehr stark im Fokus stehen. Sehr schön. Christoph, hast du schon abgestimmt? Ich habe abgestimmt und ich soll jetzt auch Ergebnis verkünden Gerne, oder? gerne, mach Genau, das. also wir kaufen nichts. Die Mehrzahl für keine ist gefallen, ansonsten mit 36%. Ansonsten danach hätten wir CVS Health allein gekauft mit 31%, also knapp diesmal nichts. Das Thema der Apotheken ist noch zu heiß für unseren Clubmitglieder, zumindest für unser Depot. Absolut. Sehr Und gut. wie gesagt, ist ja auch etwas, was zumindest unter Druck geraten ist aufgrund der Strafzahlung dann entsprechend, aber auch so ein niedermargiges Geschäft. Gibt vielleicht einen besseren Zeitpunkt, da einzusteigen. Genau, also ich glaube, der Fokus ist wirklich da ganz stark auch auf diesen letzten Prozessen. Die zeigen auch immer wieder, wie anfällig auch so Apothekenketten jetzt sein können, dafür, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden und dementsprechend definitiv ein zusätzlicher Risikofaktor, der zu betrachten ist. Ich glaube, ganz spannend, das Thema zumindest ein bisschen weiter zu verfolgen und ich bin aber auch sehr gespannt auf morgen. Genau, morgen machen wir große Investmentwerkstatt. Wer noch mit dabei sein will, ruft mal euren Coach an. Gibt noch ein Special für den Aktienbereich. Wir haben ja letzte Woche da auch ein bisschen was schon erzählt dazu, aber der eine oder andere, der vielleicht noch Lust hat, einfach mal einen Coach anrufen. Der hat noch ein Special für euch, wer im Aktienbereich mitmachen will. Morgen also die Big Tech, große Cloud, so das denn. Du machst jetzt wie viel lange Urlaub? 4 Wochen? Nicht ganz, nicht ganz, Drei Wochen, aber drei ungefähr, Wochen. genau. Genau, aber morgen sehen wir uns nochmal, am Freitag nochmal und dann, ja, ab nächster Woche gibt es dann keine Investmentwerkstatt und keine Investmentwerkstatt auch nicht, aber auch kein Market Roundup. Wir haben ein anderes Special vorbereitet, das werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich per E-Mail rumschicken für diese Zeit, wenn das dann auch dann nicht da ist. Genau. Werden wir auch die Jahrespässe ja von den Klacksenclub-Mitgliedern ein bisschen nach hinten legen, natürlich, weil wir die Zeit natürlich jetzt nicht überbrücken können. Aber es gibt auch ein anderes Special hier im Livestream-Raum, das werden wir dann kommunizieren. Und in diesem Sinne, Danke, euch Steffen. einen schönen Vormittag noch. Wir machen dann gleich hier noch weiter mit dem Trader Kickoff dann ab 11 Uhr. Und bis dahin viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao.